Wenn du nicht jagen gehst, werde ich dich dazu prüfen. Jetzt wirst du schon wieder so ungemütlich, Alter. Ich sag dir mal, wenn du so eppig noch bist, dass hier gejagt wird, dann mach es selbst. Du wirst jetzt jagen gehen, sonst kannst du was erleben. Pass mal auf. Ich mach dir einen Vorwurf. Lass hören. Du gehst rüber und erledigst die wuseligen Ratten deinem Süden. Hab ich schon. Dann kommst du wieder hier. Und ich gebe dir 30 Goldmünzen. Und was meinst du dazu? Ja, gerne. Die wuseligen Ratten im Süden sind alle erledigt. Na Mann, das ging aber schnell. Bist als Jäger gar nicht so schlecht, Alter. Ja, hast du 30 Goldmünzen? Moment mal, das sind nur 25. Ja. Hey, dann nehmen 25, mehr wie gesund. Jetzt müssen die Viecher nur noch ausgenommen und das Fleisch ins Lager gebracht werden. Das machst du am besten selber. Ich bin zu besoffen. Du bist echt der Größte, weißt du das? Mein Held, ey. Was kannst du mir über die Jagd beibringen? Tiere ausweiden, das ist ja nützlich. Zeige mir, wie man Tiere ausweidet. Da können wir dann Felle und Hauer und Stachel und Flügel und was der Geier, was alles aus den Tieren rausschnibbeln und verkaufen. Mit dem richtigen Werkzeug kannst du Tieren auch ihre Hörner oder Zähne rausschneiden. Das Werkzeug kannst du bei vielen Jägern kaufen. Das müssen wir gleich unbedingt noch machen. Das ist nämlich eine gute Geldquelle später. Ich würde sagen, das machen wir einfach mal kurz. Hier war doch noch irgendwo die Moorleiche. Ich wusste doch, die war ja noch irgendwo. Nimm dich in Acht! Wer ist noch mit Hilfe? Ich hab eine Idee, wer uns hilft. Okay, so war es eigentlich nicht geplant, aber... Wären die Banditen jetzt doch mal noch mal aktiv. Das hat das Biest verdient. So. War so eigentlich nicht gedacht, hat aber funktioniert. Pass auf, hinter dir. Ein Rottwurm. Was? Wo? Dankeschön. Da ist nichts. Willst du mich verarschen? Mach, dass du wegkommst. Das war gerade Taschendiebstahl. Und zwar kommt dann eine Zeitleiste, die abläuft und das Inventar von unserem Gegenüber. Da kommt uns eine Sache rauspicken und klauen. So ungefähr läuft das ab. Genau. Jäger... Werkzeug zum Tiere ausweiten kaufen. Haben wir überhaupt Geld? Oh, ein bisschen was können wir uns leisten. Zur Not verhökern wir noch was. Ich sag immer, man braucht jeden Cent hier im Moment. Ihr seht das schon, wir drehen jedes Goldstück zweimal um hier in dem Spiel. Das wird sich auch erstmal nicht ändern. Das ist zu riskant. Schade. Dein Kumpel Louis ist ständig besoffen. Mag sein, aber er ist der beste Jagdlehrer, den ich kann. Du wirst hier in diesem Sumpfloch keinen besseren finden. Ich hab's geahnt. Lass uns handeln. So, was hat er denn hier Schönes? Er hat einen Kiefermeißel und eine Flügelschere. Das finde ich doch schon mal sehr schön. Können wir ihm irgendwas verhökern, was wir noch haben? Hier, komm, Ring des Axtkampfs. Wir sind keine Axtkämpfer. Wir brauchen das Ding nicht. Armbrustschütze. Ja gut, können wir von mir aus machen. Den Knüppel hier können wir weghauen. Und die Pfeile... Lassen wir mal, falls wir immer noch mal auf den Bogen umwechseln. Leg noch 159 Gold drauf. Machen wir. So, jetzt können wir Monstern auf jeden Fall schon mal Zähne und Flügel raus operieren. Das ist schon mal ein Anfang. Ich glaube, es gibt noch eine Krallenschere und ein Häutungsmesser. Irgendwie sowas. Müssen einfach immer mal wieder mit jedem Händler quatschen, den wir so finden. Das ist natürlich jetzt 200 Gold, die theoretisch jetzt anfangs echt wehtun, aber je früher man das macht, und je eher man anfängt, die Tiere halt auszunehmen, umso schneller hat sich's halt ausbezahlt. So. Jetzt haben wir das erledigt. Das ist ja auch schon mal viel wert. Dann das Kämpferchen besiegen. Wer ist denn jetzt noch fehlt? Domingo fehlt noch. Steig mit mir in die Arena. Lass den Unsinn. Keine Lust? Geh weg. Du langweilst mich. Na
Vergiss es. War das alles? Da musst du dir schon was Besseres einfallen lassen. Ich glaube tatsächlich, ich weiß, was wir brauchen, um den zu motivieren. Ich fürchte nur, wir haben es alles dem Säufer da gegeben. Ja. Wir müssen Domingo ein Bier geben. Damit er mit uns kämpft. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwo ein Bierchen auftreiben. Können wir bei Proga vielleicht im Haus eins klauen? Können wir. Okay. Probieren wir es nochmal. Steig mit mir in die Arena. Lass den Unsinn. Hier, jetzt trinkst du erstmal einen kräftigen Schluck Bier. Mmh. Bier. Und, wie sieht's aus? Gehst du jetzt mit mir in die Arena? Du bist in Ordnung. Warum nicht? Ich gehe vor, du folgst mir. Verdrehte Welt. Erst pöbelt er uns an, dann geben wir ihm ein Bierchen und dann ist alles gut. Geiler Typ, ey. Geiler Typ. Der hat einen coolen Schild, vielleicht können wir ihm den klauen. Zeit für eine Kämpfe. So, jetzt müssen wir aufpassen, das ist nämlich der stärkste Kämpfer hier. So mit Abstand. Gucken, ob wir ihn auch irgendwie in die Ecke treiben können. Vier andere Chancen haben wir nämlich nicht. Autsch. Kacke. Heiltränkchen süffeln. Geht nicht anders. Boah, wenn der schon so hart ist, wie soll der jetzt Broga werden, ey? Gut, das finde ich ganz die feine englische Art gewesen hier, aber hat funktioniert. So, haben wir das Bier auch wieder abgenommen, das er von uns bekommen hat. Guck mal, plus 3, plus 3, plus 3 gegen alle drei Waffensorten. Plus 2 gegen nur 2. Also das neue Schild ist besser. Der Arena-Kampf war gar nicht schlecht. Du kannst was. Aber vielleicht kann ich dir ja noch ein paar Tricks beibringen. Ha, jetzt ist er plötzlich zum Kampflehrer geworden. Kampf unterrichten? Okay. Stärke und Axtkampf. Gut zu wissen, das können wir bei dem Herrn lernen. Dann gehen wir mal ganz schnell zu Kollege Craig. Können wir hier noch was machen? Das ist zu riskant. Können wir ja keinen ausplündern hier. Das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Das ist zu riskant. Geht auch nicht. Wegen Broga. Broga treibt Schutzgeld ein hier im Lager. Ha, das sieht der Mistkerl ähnlich. Bleib an der Sache dran. Damit könntest du ihn kriegen, wenn du es richtig anstellst. Ich hatte Broga soll sich um die Arbeiter kümmern. Broga kümmert sich um alles, nur nicht um die Sorgen anderer Leute. Das ist nichts Neues und hilft dir leider im Moment wenig. Ich hörte, Broga will den Don ablösen. Ha, klar will er das, das weiß ja jeder. Doch keiner will es wirklich wissen, wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Wegen deiner Jagdgeschäfte. Ich habe mich mal ein bisschen um deine beiden Jäger gekümmert. Ah, gut. Und jagen Duck und Louis ordentlich? Ja, ich fürchte, du solltest dich mal nach neuen Leuten umsehen. Ja, ja, ich verstehe schon. Trotzdem danke für die Nachricht. Hier, nimm. Tja, dann bleibt jetzt nur noch eine Sache. Ich muss selbst wieder jagen gehen können. Wegen deiner Jagdgeschäfte. Ich denke nicht, dass Louis so bald mit dem Saufen aufhören wird. Ja, ich weiß. Und trotzdem ist er ein guter Jäger, wenn er nicht gerade seinen Rausch ausschläft. Was leider viel zu oft passiert. Was kannst du mir über die Jagd beibringen? Okay, bei ihm können wir Bogen lernen. Okay. Da können wir erstmal nicht weitermachen. Dann holen wir uns da mal unser Kleingeld ab. Domingo hat ganz schön Respekt vor dir bekommen. Du bist echt gut. Hier ist dein Gewinn. Du machst mich noch arm, weißt du das? Sieht nicht so aus, als wenn noch jemand gegen mich in der Arena antreten will.
Respekt? Das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Fehlt nur noch Broga. Das ist was anderes. Broga würde sich nicht aus Jux und Dollerei mit dir schlagen. Seine Stellung hier im Lager verdankt er seiner Schlagkraft. Wenn ihn jemand besiegen würde, wäre seine Vormachtstellung hier gefährdet. Also sei lieber vorsichtig. Das ist kein Spaß, hörst du? Danke. Ich weiß, was ich tue. Das hoffe ich für dich. Viel Glück. Ich will spielen. Ich werde Broga in der Arena besiegen. Das will ich sehen. Er wird Hackfleisch aus dir machen. Du musst ihn erstmal dazu bringen, mit dir in die Arena zu gehen. Das wird schwierig genug. Das lass mal meine Sorge sein. Da finden wir was. So, wir haben jetzt erstmal unser Geld, das wir für den Kampf mit Broga brauchen, gleich wieder investiert aus dem Erlös von Domingo. Damit umgehen wir die Gefahr, dass wir es eventuell aus Versehen für irgendwas ausgeben und dann hinterher das Geld nicht mehr haben. So, wir schlafen uns einmal kurz gesund. Oh, ist ja wieder schönes Wetterchen hier. Oh, ist das gemütlich, ey. Wir hätten unser Wasserfass heilen sollen. Naja. So. Schauen wir doch mal. Hier ist scheinbar noch irgendwie eine Ausgrabungsstätte. Da hinten ist eine Höhle. Wow, da ist ein Rotwurm. Hallo, Wurmi. Wurmi kommt. Und wo ist Luis? Luis ist da hinten. Okay. Ich würde sagen, wir ziehen den Rotwurm mal wieder ein bisschen. Na, komm her, du alter Säufer. Säuferli! Okay, er beackert das Vieh mit dem Bogen. Das heißt, wir müssen eigentlich nur ein bisschen tanken. So, jetzt ein bisschen das Viech nochmal zu dem Jäger hochziehen. So, jetzt geht nämlich auch mit der Machete los, auf ihn los. Ah, guck mal, noch mehr Verstärkung. Ihr seht auch schon, was dieser scheiß Wurm uns für Damage macht, wenn er uns trifft. Komm her, du scheiß Wurm. Boah. Alter Schwede, wir sind fast tot, wir müssen uns schon wieder heilen. Ihr seht schon, das Spiel ist nicht leicht. Aber man kriegt ja vor allem am Anfang des Spiels richtig auf die Fresse. Das ist richtig übel. So. Aha, ist Ruhe. Schloss ist zu schwierig. Ich will nur schlafen. Raus aus dem Bett, aber plötzlich. Ernsthaft? Geh halt hier pennen. Mir doch egal. Da dürfen wir mindestens schlafen. Ungehobeltes Pack, ey. Ich habe euch alle in der Arena geknechtet. Seid gefälligst ein bisschen ehrfürchtig. Oh, wir haben wieder sogar wieder gutes Wetter. Ha! Das ist ja ein Träumchen. So, wir haben, glaube ich, noch nicht alle Arbeiter gefunden. Da fehlt, glaube ich, noch einer, wenn ich die Namensliste richtig im Kopf habe. Die exakten Namen habe ich nicht im Kopf, aber ich meine, es war irgendwie am Ende vom Zoom war noch einer. Da soll auf jeden Fall dieser komische Kämpfer drin verschwunden sein. Da würde ich sagen, gucken wir da mal als nächstes nach. Plopp, Nautilus. So. Einmal Quicksave. Oh, sind ein paar Motten hier unterwegs, ne? Dass wir die so ein bisschen einzeln rauskiten können. Ich habe mal nicht so einen Stress, komm her! Wow, noch mehr! Alter Schwede!
Wie viele sind denn das? Sind ja noch mal drei. Und wieso stehen sie in der Reihe? Vielleicht können sie uns da nicht alle angreifen. Okay, Kollege, Heiltrank. Mach die Viecher kaputt. Alter Schwede, sind das viele. Oh. Da kommt noch eine. Okay, die ist aber alleine. Ich muss ein bisschen aufpassen. Noch ein Treffer und wir sind weg. Okay, Konzentration. Huh. Quick Save. Guck mal, jetzt können wir aus denen nämlich schon Flügel rausschneiden. Und ein Flügel hat einen Goldwert von 20. Vom Erzschürfen verstehe ich nicht. Das heißt, relativ schnell hat sich das hier dann auch gerechnet. Oh, da hinten ist immer noch eine. Meine Fresse. Irgendwas, womit wir uns hier heilen können, so grob. So, hat uns das jetzt ein bisschen was gebracht? Ja. Vielleicht genug, um das Viech da hinten zu überleben, wenn es alleine ist. Ist es alleine? Es ist alleine, okay. Na, komm her, mein Freund. Na, komm her, du blöde Motte. Okay, die war jetzt nicht wirklich schwierig. So. Das fürchte ich, ist dann der erwähnte Kämpfer. Waren garantiert die Nautilusse, die den getötet haben. Nicht die 8 Grabmotten. Nein, das waren diese 2-3 Nautilusse hier. Da bin ich absolut sicher. Nautilusse sind extrem gefährlich. Liste. Ha. Samt Gold verschollen. 4 von 5 Bruchstücke eines Schwertes. Ja, das letzte hat Broga persönlich, das wissen wir ja. Dass der Kerl ein paar von den Dingern gehortet hat. Vom Erzschürfen verstehe ich nichts. Erzschürfen sollten wir dringend mal lernen. Ich warte mal, hier gibt es irgendwo noch einen Ghoul. Übel fiese Gegner, die kriegen wir auf jeden Fall noch nicht besiegt. Ich fürchte fast, er sitzt hier in dem Tunnel. Ja, da hinten ist er. Okay, schnell weg. Gegen dieses Viech haben wir keine Chance. Die sind sowas von unfassbar stark. Keine Ahnung, wenn wir das ein paar Stunden trainiert haben oder sowas, dann können wir mal immer drüber nachdenken, uns mal das mal mit dem Ghoul aufzunehmen. Hier ist auf jeden Fall alles voller Erze, aber leider. Vom Erzschürfen verstehe ich nichts. Können wir nicht. Ob der Schmied uns das beibringen kann? Das wäre nochmal eine ganz gute Goldquelle, ne? Ich prüfe das mal. Also von wem kann man das denn bitte lernen, wenn nicht vom Schmieden? Ehrlich, aber... Ja, schon eine imposante Ruine, der der Don da lebt. Von Esteban. So. Hey, du! Was schleißt du da rum? Ich will mich nur heilen. Lass mich heilen, du Pisser. Solange du hier bist, hältst du deine Finger schön bei dir. Ja, mach ich auch. Ich wollte mich nur heilen. Hast du auch Schwertrohlinge? Nur das, was ich verkaufe. Meine Erzvorräte sind nämlich leer. Aber wenn du mir Eisenerz anschleppst, dann kann ich dir natürlich Rohlinge herstellen. Ich hörte, Craig hat eines dieser goldenen Bruchstücke? Das behauptet er jedenfalls. Der alte Halsabschneider will aber einen Haufen Gold dafür. Ist ja reizend. Und wann hattest du vor, mir davon zu erzählen? Ich hatte es wohl vergessen. Du hast ihm doch nicht etwa das Gold gegeben, das er haben wollte, oder? Reden wir nicht drüber. Na schön. Wie du meinst. Scheinbar können wir das nicht. Zeig mir deine Ware.
Da fehlt noch ein bisschen Werkzeug, das wir gebrauchen könnten. Nee. Machete, ein Schwert. Können wir uns eigentlich mal kaufen? Der ist ein bisschen stärker als unseres. Kostet uns noch 80 Gold, ja. Nützt alles nichts, wir brauchen vernünftige Waffen.